Phil, ich habe mitbekommen, dass deine Stimme etwas lediert ist. Ist das dem Laufpensum heute geschuldet? Ja, auch. Also es war viel zu reden auf dem Platz, viel kommandieren müssen, viel ordnen müssen. Passiert halt, nehme ich in Kauf. Genauso hart wie das Spiel war, ist nicht nur der Körper jetzt lediert, sondern auch die Stimme. Aber damit kann ich leben. Mit 3 Punkten nehme ich das gerne in Kauf. Nachdem du das Tor geschossen hast, hat es so ausgesehen, als wäre eine Riesenanspannung, als hätte sich eine Riesenanspannung entladen. Ja, es ist ja die Situation, wenn du mal in Führung gehst, wenn wir mal das Tor machen. Wir haben viele gute Spiele gemacht und einfach kein Tor gemacht. Diesmal haben wir das Tor gemacht und das war einfach genau der positive Schub, den wir gebraucht haben. Ja, das war großartig. Wie hast du das Tor gemacht? Kurz ein paar Worte dazu. War überragend rausgespielt, schon der erste Ball vom Ole auf den Manuel Hasel, der sich dann aufdrehen kann. Und dann diese Geschichte mit Freiziehen, der Marius Schäfer als Stürmer zieht mir den Weg frei, dass der Gegenspieler mit muss. Dann habe ich eine Riesenlücke, wo der Ball dann durchkommt, annehmen, ins Tor schießen. Das ist Fußball, wie wir ihn spielen können und wie er Spaß macht und wie er auch richtig geil ist und wie er auch erfolgreich dann am Ende ist. Und so macht es Spaß. Zum Spiel insgesamt. Es war ein ziemlich knappes Ergebnis und vor allem in der zweiten Halbzeit habt es euch die Abwehr von Steinbach ziemlich schwer gemacht. Ja, also war ja auch anzunehmen. Nach unserer 1-0 Pausenführung haben wir schon mitgekriegt, dass die Pausenansprache von Steinbach auch ein bisschen lauter war. Und genauso sind sie auch aus der Kabine rausgekommen. Die haben nochmal richtig Druck gemacht, haben uns hinten reingeschnürt. Das war natürlich für unser Offensivspiel dann schwierig. Nichtsdestotrotz großes Lob an auch die vorderen Spiele, wie sie sich reingehauen haben, wie sie angelaufen sind und eigentlich auch dem Gegner nur wenig Möglichkeiten gegeben hat, auch zu klaren Torchancen zu kommen. Und das ist gut, so müssen wir arbeiten. Eure Abwehr kann heute sicherlich auch zufrieden sein, oder? Ja, wenn man zu null spielt, das nehmen wir gern hin. Also auch die Art und Weise, in jeden Ball reingehauen, jedes Ding angenommen. So muss es sein. Vorm Spiel habe ich zu den Jungs auch gesagt, es ist einfach Gänsehaut, wenn du hier rauskommst. Unser Fanclub hat ein großes Banner gemacht, was man hier auch im Hintergrund sieht. Ja, die Zuschauer mit roten Wimpeln da, das macht Eindruck auf das Team und die haben sich reingehauen bis aufs Letzte. Von dem her ganz großes Lob, nicht nur an die Mannschaft, sondern auch an das gesamte Umfeld. Die merken, dass wir sie brauchen, das Umfeld, und die das auch dementsprechend honorieren. Und wir versuchen durch unsere Leistung das zurückzugeben. Das haben wir heute geschafft und umso glücklicher sind wir auch. Für euch geht es jetzt weiter mit dem Pokalkracher gegen Astoria Waldorf. Was wird das für ein Spiel? Ja, ein ganz anderes Spiel. Astoria Waldorf, extrem hohe Qualität, extrem gute Einzelspieler. Sie müssen allerdings zu uns hier auf unseren Platz. Wir haben ein Heimspiel, von dem her freue ich mich auf das Spiel. Waldorf wird klarer Favorit sein. Trotzdem werden wir das Spiel annehmen und im Pokal ist alles möglich. Und so werden wir in das Spiel reingehen und hoffen natürlich, dass wir die Sensation perfekt machen können und tatsächlich ins Pokalfinale einziehen. Das wäre eine echt tolle Geschichte und dafür lohnt es sich auch weiterhin zu kämpfen und zu spielen. Wie geht's von euch in der Regionalliga jetzt weiter? Ja, wie geht's weiter? Ich meine, jetzt haben wir einen Gegner gehabt, der nur einen kleinen Schritt vor uns war, den wir jetzt 2 Schritte aufgeholt haben. Und das soll die Ansage sein für auch die restliche Runde jetzt noch. Wir versuchen, die Punkte zu holen, versuchen alles, um irgendwie noch Plätze gut zu machen. Und dann gucken wir halt, was passiert. Das ist die Ansage und so werden wir in die weiteren Spiele reingehen. Und mit diesem positiven Gefühl von heute, denke ich, können wir auch wieder positiv in die Arbeit, in die Trainingsarbeit gehen und da richtig Gas geben.